Hallo und schönen guten Abend. Wie vor ein paar Tagen angekündigt, gibt's heute die Patch Notes für die nächste Letter in Diablo 2 Resurrected. Auch wenn diese sehr, sehr, sehr ernüchternd ausfallen. Also macht euch darauf gefasst, es wird nicht so prickeln. Es gibt nicht wirklich viel Neues in Letter 4. So, als allererstes kriegen wir die wirklich genauen Daten genannt. Und zwar hier Standardzeugs erstmal, Ranglisten-Season, bla bla. Das ist eigentlich derselbe Text wie immer. Hier mit denkt dran, eure Stash auszuleeren. Habe ich auch letztens im letzten Video schon ein bisschen erklärt, dass da jeder dran denken soll. Die wirklich finalen Startzeiten, wie man sich schon gedacht hat. Wenn Blizzard immer sagt, am 4. Mai startet die Ladder, heißt das in Amerika, startet am 4. Mai um 17 Uhr die Ladder und für uns wieder am 5. Mai um 2 Uhr morgens, mitteleuropäische Sommerzeit. Bedeutet hier wirklich diesen Freitag, 2 Uhr morgens startet die Ladder. Ja, das ist das wirkliche Datum. So, und was wurde jetzt geändert? Der Patch ist übrigens auch schon live. Am 2. Mai, also heute um 19 Uhr abends, ist der Patch live gegangen. Aber es sind wirklich winzige Kleinigkeiten. Als allererstes, wir bekommen 4 zusätzliche Charakterplätze. Habe ich auch schon erwähnt. Ja, 4 Charslots ist ganz nice. Muss man natürlich keine Chars löschen, um einen neuen Ladder-Chart zu erstellen. Ich habe in der Vergangenheit schon so viele Chars gelöscht und hatte schon ewig viele Platzprobleme mit Hin- und Herräumen und sowas. Gut, dass wir jetzt endlich Charplätze bekommen. Ich hoffe, die machen da auf jeden Fall weiter. Genau, mehr Platz ist immer gut. Aber ja. Ist es auch nicht so der Renner. So, als nächstes, wenn ein Ranglistencharakter aus einer vorherigen Season zum ersten Mal in einem Nicht-Ranglistenspiel verwendet wird, können bei Akara wieder seine Wert- und Fertigkeitspunkte zurückgesetzt werden. Charaktere aus vorherigen Ranglisten-Seasons, die bereits in Nicht-Ranglistenspielen verwendet wurden, können die Zurücksetzung nicht erhalten. Bedeutet, wenn du jetzt hier deinen Ladder-Char aus der Ladder 3 sozusagen, die jetzt dann halt demnächst endet, wenn die Ladder 4 startet, wenn du mit dem einfach wieder ins Game gehst, bekommst du bei Akara wieder die Skill-Zurücksetzung. Wow. Keine Ahnung, in Non-Ladder, da quillt's alles über mit Tokens. Da hat man eigentlich die Currency, um sich easy halt Tokens reinzushoppen oder einfach die Bosse zu farmen und sich einen Token zu bauen, also dieses Respec-Token quasi, wo man eh seine Skill- und Attributpunkte zurücksetzen kann. Also ist jetzt wirklich keine danach die Erinnerung. Was ich und ein Kollege ganz cool fanden oder so, die hätten halt mal sowas einbauen sollen, dann wie, keine Ahnung, wenn du Level 99 bist, dann bekommst du nochmal keine Ahnung, alle Umskillungen oder sowas. Oder kannst unendlich oft umskillen mit Level 99. Irgendwie sowas in der Art hätte ich cool gefunden, dass du vielleicht noch eine Belohnung für 99 bekommst, dass du dann einen Char hast, auf dem kannst du rumexperimentieren, wie du willst. Der ist ja eigentlich fertig damit 99. Auf den kannst du umskillen, wie du willst, so oft du willst. Sowas in der Art hätte ich schöner gefunden, das wäre eine coole Änderung fürs Game gewesen. Aber das ist halt, ja, keine Ahnung, ein Groschen hingeworfen. Finde ich, macht keinen wirklichen Unterschied. So. Als nächstes, alle Chat-Lobbys verfügen jetzt über ein automatisches System, das beleidigende Nachrichten aus Gesprächen entfernt. Ja, ist ganz nice, ist halt einfach ein Beleidigungsfilter. Wo kommt eigentlich mal, dass diese ganzen Chatbots die ganze Zeit für irgendwelche Echtgeld-Transaktionsseiten werben, dass das mal rausgelöscht wird? Das ist ja das, was in den Chat-Lobbys, in den Trade-Channels und so nervt. Also, die benutzt eh kein Schwein meistens. Ich weiß nicht, warum sie nicht endlich mal das Community-System aus Diablo 3 hinzugefügt haben, wo jeder Spieler selbst einen Community-Chat in-game erstellen kann, wo man dann halt Barruns sucht, keine Ahnung, Terrorzone-Runs, Handelsgames oder sowas. Das Community-System aus Diablo 3, wo einfach jeder einen Chatroom quasi aufmachen kann, wo einfach Leute reinjoinen, der halt dann spezifisch für eine Aktivität da ist. Wunderbar, wäre geil. Aber hier, ja, gut. Jetzt werden Beleidigungen entfernt. Gut. Verbesserungen am Spielerlebnis und behobene Fehler. Als erstes haben wir hier die Änderung an Next Hit Delay. Nächsten Treffer. Ja, wer das Video von Macro Bio Boy, was ich das letzte Mal in der Videobeschreibung verlinkt habe, gesehen hat, auf Englisch und verstanden hat, der weiß das vielleicht schon. Ich verlinke euch dem der Video gerne nochmal in der Videobeschreibung. Der hat ja so einen kleinen Patch Sneak Peek gegeben. Aber was das im Endeffekt bedeutet, bei Maxroll haben die hier alle Next Hit Delay Spells aufgerüstet. Wenn du mit einem Spell einen Gegner hittest, dann gibt es bei gewissen Spells so etwas, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums, von einer gewissen Anzahl an Frames, dass der Mob dann keinen Schaden mehr von anderen Spells mit einem Next-Hit-Delay bekommen kann. Bedeutet, wenn ich hier mit Multishot jetzt zum Beispiel den Gegner anhitte, dann kann der für 0,16 Sekunden von keinem anderen dieser Spells Schaden bekommen. Wenn ich hier mit Multishot die ganze Zeit hitte, ich spiele Amazone mit Multishot und ein Kollege spielt Amazone mit Strafe, wenn wir gleichzeitig auf die Mob draufhauen, macht eigentlich immer nur einer Schaden, weil immer ein Delay dazwischen ist, wenn wir hohes Attack Speed beide haben. Wenn wir beide nur, keine Ahnung, zweimal die Sekunde angreifen oder sowas, dann ist es kein Problem. Aber wenn wir damit ordentliche Attack Speed reinballern, dann kann der Mob immer für 0,16 Sekunden, nachdem einer dieser Spacing getroffen hat, keinen Schaden erleiden. Und das wurde jetzt quasi gefixt. Jetzt ist das nur für denselben Spell. Bedeutet, wenn ich Multishot schieße, bupp, und ich innerhalb von 0,16 Sekunden den nächsten Multishot schieße, dann bekommt er von meinem weiteren Multishot keinen Schaden. Aber von meinem Kollegen, von dem seinem Strafe, bekommt er dann trotzdem Schaden.
Das wurde jetzt quasi in den Patch Notes gefixt. Ist ein Buff auf jeden Fall fürs Gruppengameplay. Das ist ganz nice. Und für die Martial Arts Assassin, diese Mosaik Assassin, die jetzt letzte da schon so stark war, da zählt jede Auslösung einer Aufladefertigkeit von Kampfgut Assassin, gilt als einzelner Einsatz einer Fertigkeit. Bedeutet, quasi, wenn du deine Aufladung verbrauchst, dann hast du ja so ganz viele verschiedene Spells hintereinander quasi, ganz viele Animationen hintereinander, die kommen. Die zählen alle als unterschiedliche Geschosse sozusagen. Dass da auch nicht sozusagen, wenn dann dein, keine Ahnung, deine Meteoriten von deinem Phoenix Strike getroffen haben und dann deine Nova hier von deinem Charge Strike da, diesen Blitzauflader oder so, dass die hintereinander auch Schaden machen können quasi. Die zählen alle als unterschiedliche Spells quasi, diese ganze Aufladung. So, dann das nächste hier, der Rückstoßeffekt, das Zweihandschwert Pulcatus Heiliger Ansturm wurde entfernt. Absolut sinnlose Änderung, muss ich sagen. Die haben mir geschrieben, ja, dass das Pulcatus-Set ziemlich mächtig ist oder so. Der Rückstoßeffekt nervig ist. Ja, Rückstoß ist teilweise echt nervig, aber das Pulcatus-Set ist immer noch nicht gut. Das hättet ihr mal buffen können. Ich habe das hier mal rausgesucht. Das ist die Pulcatus-Waffe. Ihr seht, die hat gerade Knockback drauf. Der Knockback ist halt dann einfach weg. Aber im Endeffekt ist das trotzdem kein gutes Set. Also, das ist trotzdem kein gutes Set, keine gute Waffe. Also hätten auch andere Änderungen gemacht werden müssen, dass das irgendwie benutzt wird. Also, ich weiß nicht. Das kommt mir so komplett sinnlos vor. So, Druiden können jetzt direkt zwischen ihrer Werwolf- und Werbärgestalt wechseln. Ja, damit kann man wahrscheinlich dann so ein Hybrid-Werwolf-Werbär-Bild spielen. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Macht, glaube ich, keiner. Weiß ich nicht. Warum nicht endlich mal der Druide kann in Werbär oder Werwolf teleportieren. Wäre halt viel, viel sinnvoller gewesen. Das ist halt auch wieder so, ja, jetzt kann man da vielleicht eventuell irgendwas rum-Theory-craften. Aber ich glaube wirklich, krasse Änderung ist das jetzt auch nicht. Den Kommentar hierzu, Gestaltwander-Druiden, die das Runenwort Metamorphose verwenden, müssen oft zwischen ihr Werwolf und Werbär-Gestalt hin und her wechseln und das meiste aus dem Boni herausholen. In der Praxis ist das aber etwas umständlicher und sieht... Sieht meist so aus, in Werbären verwandeln, Monster treffen, zurück in Menschen verwandeln, eine Sekunde warten, in Werwolf verwandeln, Monster treffen oder zuerst Wolf und dann Bär, je nach Vorliebe. Wir nehmen das wortwörtliche Mittelsmann heraus und machen so das Gestaltwandeln herreibungsloser. Ja, das ist hauptsächlich für das neue Runenwort da, was es seit letzter Letter gibt, halt für das Metamorphose, für diese Buffs, die man sich da quasi holt in der jeweiligen Gestalt. Aber, keine Ahnung, ist immer noch nervig. Ja, finde ich jetzt auch keine so krasse Änderung. So, als nächstes, das ist schon ein bisschen nennenswertere Änderung. Die Fallenfertigkeiten der Assassine profitieren jetzt von Modifikatoren mit +% zu Elementarfertigkeitsschaden. Das ist quasi das, was du auf einem Griffin drauf hast, und zwar die +15% to Lightning Skill Damage. Jetzt letztens wurde geändert, dass diese Minus-Resistance funktionieren, dieses Minus-Enemy-Lightning-Resistance, dass das geht. Und jetzt funktionieren quasi auch die +% Skill-Schaden. Das wurde noch hinzugefügt. Also, Traps werden quasi nochmal stärker gemacht. Ja, ist geil. Dann ist nicht nur die Martial Arts Assassin so gut viable. Damit ist auch sowas wie zum Beispiel der Wake of Fire, die Fire Trap nochmal deutlich stärker. Ist ganz nice. Dann kann man da auch vielleicht mal mitspielen, eventuell. So, als nächstes sind es dann hauptsächlich Bugfixes so ein bisschen. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Mephistos Beute aus niedriger, stufigeren Schatzklassen fallen ließ, wenn er terrorisiert war. Das war ja bei vielen Bossen der Fall oder bei vielen Super-Uniques, dass die, wenn es terrorized war, Lower Loot gedoppt haben. Dann es wurde ein Fehler behoben, der zu Crashes geführt hat bei Kampfkunstsachen. Es sind lauter Crashfixes. Ein was Wichtiges ist hier noch drin. Und zwar, was vielleicht viele von euch bemerkt haben, es wurde ein Fehler behoben, durch den das Symbol für terrorisierte Monster in bestimmten Sprachen nicht wie vorgesehen angezeigt wurde. Manche Leute haben vielleicht bemerkt, von der ersten, von der zweiten Ladder zur dritten Ladder, dass dieses Symbol, dieser Diablo-Schädel, bei den Monster-Lebensbalken nicht mehr angezeigt wurde, wenn ihr auf Deutsch gespielt habt, Diablo 2. Das war halt ein Übersetzungsfehler, weil das ist eigentlich ein Zeichen, ein Satzzeichen. In der englischen Version wurde das immer noch angezeigt, aber in anderen Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, war dieses Symbol nicht mehr da. Deswegen waren viele Leute verwirrt, ist das jetzt wirklich terrorized oder so? Ja, das war immer terrorized, hat man an der Einfärbung der Ebene gesehen oder dass es auch oben stand einfach, dass das terrorisiert ist. Aber dieses Symbol bei den Gegnern hat gefehlt, wegen einem Übersetzungsfehler. Und das Ganze wurde jetzt anscheinend behoben, dürfte jetzt wieder alles funktionieren. Ja. Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Soundeffekt für das Ausweichen der Amazone abgespielt wurde, wenn Nicht-Amazonen-Charaktere die Fertigkeit Entrinnen einsetzen, die sie durch das Runenwort Hetze erhalten haben. Ja, Hetze, Hustle ist ja dieses neue Brust-Runenwort, was extrem viel Movement-Speed gibt und was halt diese Ausweichfähigkeit gibt. Und da hast du halt immer diesen Amazonen-Sound gemacht. Manche Leuten ist es vielleicht aufgefallen, die das Runenwort letzte Letter benutzt haben, anderen vielleicht auch eher nicht. Also mir ist jetzt nicht so sehr aufgefallen, auch wenn ich es benutzt habe und
Ich eigentlich immer meinen Ton anhab, aber ich habe es jetzt eigentlich nicht gehört. Aber ich habe heute schon im Chat gehört, im Stream, dass es anscheinend manchen Leuten aufgefallen ist. Es wurden mehrere Probleme im Zusammenhang mit der Stabilität von Online-Spielen behoben. Ist immer gut. Ranglistenspiele. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Nachrichten für die nächste Ranglisten-Season in der Pause zwischen Seasons falsch waren. Okay. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Charaktere, die kürzlich von Ranglisten in Nicht-Ranglisten-Charaktere umgewandelt wurden, waren nicht als solche angezeigt wurden und kein Spiel betreten konnten. Okay. Es wurde ein Fehler behoben, durch den in Runenwörtern die exklusiv in einer kommenden Ranglisten-Season verfügbar sein sollten, in der aktuellen Season erschaffen werden konnten. Ja, das ist immer so. Wenn der Patch aufgespielt wurde und es kamen neue Runenwörter dazu, konntest du die dann direkt schon craften. Oft genug. Ja, gut. Macht aber keinen wirklichen Unterschied. So, der Fehler behoben, durch den umgewandelte Ranglisten-Charaktere mit der Ranglistenflagge angezeigt wurden. Ja, gut. Ansonsten hier noch irgendwelche Controller-Sachen, aber ich sag mal so, das ist alles nichts mehr Nennenswertes. Also wirklich, bis auf den kleinen Buff halt hier für die Traps von der Assassin. Dieses Quality of Life-Sache hier bei Druide. Das Bulkados-Ding ist absolut useless. Und halt dieses allgemeine Verbesserung, vor allem fürs Gruppen-Gameplay ist das ganz nice. Und für die Mosaik-Assassin ist das halt nochmal ein mega Buff. Also eigentlich hauptsächlich Buffs für Assassin und kleine Quality of Life-Change für den Druide ist hier wirklich gar nichts drin. Also die nächste Ladder hat keinen wirklichen neuen Inhalt. Keine stackbaren Runen, keine stackbaren Gems. Keine Änderungen an Terror Zones, da ein paar kombinieren, ein paar neue Terror Zones rein, ein paar alte Terror Zones raus. Man könnte ja wunderbar jede Ladder einfach zwischen so einem gewissen Preset an Terror Zones einfach variieren. Ähnlich wie in einem Season-Thema in Diablo 3 könntest du sagen, in der Season können die Ebenen terrorized sein. In der nächsten Season die Ebenen terrorized. Und dann wieder die Season, in der Season die und die und die. Dass du auch so eine Rotation hast, von Ladder zu Ladder zu Ladder, dass andere Ebenen terrorized sein können. Würde ein bisschen Abwechslung reinbringen, dann wäre jede Ladder allein dadurch ein kleines bisschen anders da, dass du einfach eine andere Rotation hast. Fände ich schon gut, wenn sie da immer ein bisschen dran rumfuchteln würden. Hat jede Ladder so ein bisschen den eigenen Charakter zumindest. Ja. Aber ansonsten war das jetzt hauptsächlich ein Ladder-Reset, um wirklich für diesen Versatz zu sorgen mit Diablo 3, mit Diablo 4. Ja, mit Diablo 3 und Diablo 4. Dass Diablo 2 da zu unterschiedlichen Zeiten startet. Dass wir nicht wieder sowas haben wie in der letzten Ladder, wie in der letzten Ladder, Ladder 3 und in der Season von Diablo 3, dass die innerhalb von einer Woche starten. Das Einzige, was Blizzard jetzt wunderbar gelegt hat, und das haben sie auch wunderbar hier unten nochmal hingeschrieben, eine Woche nach Ladder-Start startet die Server still in Beta. Auch vom Timing her nicht ganz so geil. Wofür macht ihr eigentlich genau diese Ladder und dann eine Woche später aber schon D4 Server Slam. Vielleicht die Leute jetzt nochmal an Diablo erinnern über D2, um dann mehr Leute in den Server Slam zu rufen. Keine Ahnung, was da jetzt so der Marketing-Sinn dahinter ist. So, ja, hier die Next City Lady Liste verlinke ich übrigens auch in der Videobeschreibung, die Patch Notes auch. Und das Einzige, was ich euch dann noch zeigen wollte, es gab einen schönen Blogpost jetzt hier am 31. März. Ein Blick unter die Haube von Battle.net, wie das Team von Diablo 2 Resurrected Sanctuario das Fürchten gelehrt hat. Ja. Hier erzählen wirklich die Leute, die halt Diablo 2 Resurrected gemacht haben, so ein bisschen über ihre Erfahrungen, wie das Ganze designt wurde. Ist ganz interessant zu lesen. Jeder Fan von Diablo 2 und auch von D2R, der fand, dass es gut gemacht wurde, kann da gerne mal so ein bisschen reinschauen. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Ich habe da ein bisschen reingeschaut auf jeden Fall. Ist ganz ambitioniert, wie die das hier beschreiben, weil D2R ist ja schon ein sehr gutes Spiel. Das haben die sehr, sehr gut remastert. Also das beste Remaster, was ich wahrscheinlich jemals gespielt habe. Ja. Und das war's dann auch. Ich habe es geschafft, trotzdem eine Viertelstunde über die kleinen Patch Notes zu reden. Vielleicht noch eine kurze Sache, und zwar zu meinem Ladder-Start. Die meisten wissen ja, ich will wieder Ladder-Grind machen. Wieder innerhalb von einer Woche, am besten vor der Server Slam Beta 99 schaffen. Ich mache wieder einen Stream-Marathon. Ich werde komplett durchstreamen auf jeden Fall. Ziel ist es diesmal wirklich, innerhalb von einer Woche, also in unter einer Woche 99 zu schaffen. Diesmal auch ein bisschen sehr viel vorbereiteter, ein bisschen mehr Taktik dahinter. Ihr seht hier, das sind übrigens meine zwei Test-Paladine. Ich habe schon mit einem Kollegen ein bisschen nämlich getestet. Ganz grob habe ich hier meine Liste. Das ist meine Notizenliste, wie lange wir für alles gebraucht haben. Wir sind jetzt nicht die ultraschnellsten Speedrunner, aber wir versuchen das für uns gut zu machen. Wir starten dann nämlich immer mit einem Classic-Char rein. Bedeutet, wir machen uns hier, machen wir einen Paladin, wählen dann Ladder aus und wählen Pre-Expansion aus, dass wir uns Akt 5 sparen. Da müssen wir immer nur von Akt 1 bis 4 spielen auf Normal, auf Nightmare von Akt 1 bis 4 spielen und dann sind wir direkt schon in Hölle. Also nach Nightmare Akt 4 direkt in Hölle sparst du immer den fünften Akt. Dafür können keine Runen droppen. Viele Items können noch nicht droppen. Aber es spart einfach an sich für uns ziemlich viel Zeit. Und du musst nicht dieses Required Level für die Ancients haben. Also dieses Level 20, Level 40. Kannst schon früher in den nächsten Schwierigkeitsgrad gehen. Und das sind da unsere Zeiten so grob. Hier grob nach 2 Stunden halt mit Normal durch insgesamt. Nach 3,5 Stunden dann mit Nightmare durch. Und dann nach 5,5 Stunden waren wir so mit Hell durch.
ein bisschen schneller sind wir gewesen in unserem zweiten Durchlauf. Das sind die Zeiten vom ersten und auch beim Release. Hoffen wir mal, wir können es da gut improven. Kommt immer auch so ein bisschen auf Luck drauf an. Wie sind die Layouts? Was für Items droppen so ein bisschen? Ja, und danach stellen wir dann auf Expansion um. Du kannst ja den Char dann konvertieren zu Expansion. Und dann wird ganz normal gegrindet. Natürlich auf Hell. Ja, das ist so grob der Plan für die Ladder. Wollte ich euch einfach nur kurz dann teilhaben. Was ist euer Plan so für die Ladder? Werdet ihr die Ladder überhaupt spielen? Oder sind es euch viel zu wenige Changes? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.